willkommen beim vierten oder fünften jetzt schon Vlog von mir. Heute stelle ich euch das Buch 14.000 Meilen über das Meer. Das ist ein Buch über eine wahre Geschichte und zwar über Alexander Dobber. Er ist mit einem Kajak über den Atlantischen Ozean geschwommen. Das Buch ist kein typisches Kinderbuch, denn es ist eine Reportage oder ein Führungsbuch. Ja, was es eigentlich recht selten gibt. Dieses Buch gibt auch sehr viele lustige Tipps. Zum Beispiel hier auf der Vorderseite steht, kann man ein Hai mit der Paddel streicheln oder wie macht man einen perfekten Ozeankaffee. Also ja, diese Texte sind sehr interessant und sehr lustig. Stellt euch Alexander Dobber als einen gewöhnlichen Mann mit Arbeit und Familie vor. Aber er hatte ein Hobby und das war das Kajakfahren. Erst schwimmte er durch Polen, also durch die Seen von Polen, dann durch Europa. Aber sein größter Traum war es, auf der Atlantik zu schwimmen. 2010 war Alexander Dobber 64 Jahre alt und da schwamm er los mit seinem Kajak über den Atlantischen Ozean. Stellt euch das vor. 3 Monate alleine auf einem kleinen Kajak. Alexander Dobber und Andrzej Armiński haben zusammen die Entwürfe für Ollo gemacht. Ja, der Kajak hat einen Namen und zwar Ollo. Und über diesen Ozean hier ist Alexander Dobber gefahren. Ich meine, geschwommen. Jetzt erzähle ich euch was über meine Lieblingsseite. Und zwar ist es die. Das ist die, was er alles eingepackt hat. Guckt euch mal an, wie viele Sachen, wie viele Feuerzeuge, wie viele Gasflaschen, damit er kochen kann. Und wie passt das in so einen kleinen Kajak rein? Auf dem Meer ist nicht nur gefährlich das Wetter und die Strömungen und so weiter, sondern auch große Schiffe oder Piraten, denn Piraten überfallen noch immer oft Leute, aber er hat ein Zeichen gemacht, was bedeutet, er hat nichts Wertvolles. Und außerdem hätte ihn fast ein großes Schiff, sagen wir mal, getötet. Und jetzt eine kurze Geschichte. Und zwar wollte sich Alexander Dobber einmal waschen gehen und dann kam ein Hai. Und er hat nur seine Füße reingetan und dann kam der Hai und dann hat er sich schnell reingetan zurück. Dann hat er den Paddel genommen und den Hai auf den Kopf geschlagen. Und er hat gedacht, dass der Hai mit ihm weiterkämpfen will, aber der Hai hatte wohl Angst und wollte nicht noch einmal verletzt werden, deshalb schwamm er weg. Also diese Reise bestand nicht nur aus vollem Erfolg. Es gab natürlich auch Niederlagen, zum Beispiel irgendwas ging kaputt oder was anderes. Also ja, aber er hat es trotzdem versucht, also gib niemals auf. Die Illustrationen wurden in diesem Buch sehr interessant gemacht. Und zwar wurde das in ein Kratzheft, also das war Kratzpapier. Für alle, die es nicht kennen, das ist Papier, wo man mit einer dünnen Nadel durchgehen kann. Und dann kommt, sagen wir mal, wie in diesem Fall schwarze Farbe raus und der hat die Seiten so kreiert, dass er es mit diesem Kratzbuch gemacht hat. Alexander Dobber 2015 den National Geographic Preis für den Jahre des Reises bekommen und das Buch hat den Magellan Führungsbuch des Jahres Preis bekommen. Und in der heutigen Folge werden Ausschnitte vom dokumentarischen Film Happy Ollo gezeigt. Ich empfehle ihn, er ist sehr spannend. Jak Państwo wpadli na pomysł, żeby napisać tą książkę, albo co zainspirowało Was? Zastanawialiśmy się od pewnego czasu, jaki temat znaleźć na taką historię, która będzie historią prawdziwego człowieka, czy możemy go nazwać bohaterem, kto nas będzie inspirował swoją pasją.
I bardzo nam się też podobały książki podróżnicze. W ogóle nas to zawsze fascynowało i fascynowali nas podróżnicy. I ludzie, którzy dokonują niesamowitych wyczynów i przy tym są bardzo pozytywni. No i właśnie w ten sposób sobie zdaliśmy sprawę, że już u nas jest taki człowiek niesamowity, Aleksander Doba. Nie dość, że dokonuje niesamowitych rzeczy, to jeszcze jest starszym panem, więc jakby pokazuje nam, że możemy to robić kiedy tylko chcemy i ważna jest tylko pasja i chęć. Ale musisz wiedzieć, że Aleksander Doba jest dużo chyba zabawniejszy niż nasza książka. Myśmy mieli tyle, rozmawiając z nim, tyle materiału i tyle anegdot, które on opowiada. On jest strasznie zabawny, ale ze stron, które bardzo lubię i które, o których właśnie na przykład pan Olek lubi opowiadać i się nie boi pytań, to jest na przykład takie pytanie o jego różne codzienne sprawy, które trzeba załatwić na oceanie. I to jest ta strona z jego pupą i z rybami, które się w nią wpatrują. A tutaj na przykład są plansze, które robiłem do wersji chińskiej. To jest na przykład strona tytułowa chińskiej wersji. O. No. Ile zajęło czasu zrobić wszystkie rysunki i teksty i tak dalej? Znaczy ogólnie całą książkę, powiedzmy. To nie jest tak, że te ilustracje to jest praca 8 godzin dziennie przez 2 lata. I w tej chwili będzie powstawała książka o Marku Kamińskim, który był takim polskim polarniku, który zdobył 2 bieguny ziemi w jednym roku. To jest na przykład taki obrazek, okładka, jeszcze bez koloru i tylko rysunek sam. Tam będzie sporo takich stron komiksowych, widzisz? Jeszcze nikt tych plansz nie widział. To jest ze swoim kolegą w podróży. Na pewno ty też musiałaś siedzieć w domu podczas pandemii, dlatego nam się bardzo, bardzo dużo pracy wykonaliśmy właśnie w tym okresie do nowej książki. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do widzenia. Jeszcze kiedyś. Danke nochmal fürs Zusehen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram, YouTube, Facebook liken, kommentieren und folgen. Ja, und wenn ihr das Buch lesen wollt und nicht kaufen wollt, könnt ihr gerne zum Polnischen Institut Düsseldorf kommen und es euch ausleihen.